Vielen Dank für die schöne Musik und das schöne Lied. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht oder einen guten Weg hierher. Ich freue mich, mit euch gemeinsam nachdenken zu können heute Morgen. Und um in mein Thema hineinzutauchen, habe ich euch eine Geschichte aus den USA mitgebracht, die sich vor einigen Jahren eben in den USA zugetragen hat. Und zwar rettet ein Mann seine Eltern aus dem brennenden Haus. Er rettet sie. Allerdings entstellen die Flammen sein Gesicht. Und sein Gesicht ist wirklich entstellt. Da ist nichts mehr von seinem Gesicht zu sehen. Da sind nur noch Narben und Verbrennungen. Und ihr kennt die Spuren, die Verbrennungen hinterlassen. Dieser Mann ist verheiratet. Er bewohnt mit seiner Frau ein Haus. Und dadurch, dass sein Gesicht so entstellt ist, so vernarbt ist, traut er sich nicht mehr aus dem Haus. Diese Verletzungen, diese Vernarbungen setzen ihm hart zu. Und er denkt auch, dass seine Frau ihn irgendwann entlassen wird, ihn nicht mehr lieb haben kann mit seinen Narben. Und er entschließt sich, sich jeden Morgen in ein Zimmer des Hauses einzuschließen und den ganzen Tag nicht rauszukommen. Und das macht er jeden Tag. Er schließt sich ab, er trennt sich vom Leben, er möchte nichts mehr mit der Außenwelt zu tun haben. Und seine Frau, die ihn lieb hat, versucht Tag für Tag ihm zu sagen, dass ihr die Narben nichts ausmachen, dass ihr die Verbrennungsspuren im Gesicht egal sind. Und sie steht vor seiner Tür, klopft, ringt mit ihm, aber er rührt sich nicht. Tag für Tag geht das so. Und irgendwann ist diese Frau verzweifelt. Ihr Mann ist völlig isoliert, völlig abgeschieden. Und sie ist verzweifelt und macht einen Termin beim Schönheitschirurgen aus, nimmt ein Foto des Gesichts ihres Mannes und geht zum Schönheitschirurgen an dem Tag, wo sie den Termin hat. Sie kommt in die Praxis, ist an der Reihe, legt dieses Foto auf den Tisch des Arztes und sagt: Herr Doktor, das ist mein Mann. Schauen Sie ihn sich an. Ist es möglich, fragt sie den Arzt, ist es möglich, dass Sie mein Gesicht genauso entstellen wie das meines Mannes, damit er mir vielleicht wieder glaubt, dass ich ihn lieb habe? Das klingt jetzt absurd. Das klingt absurd. Und der Arzt, wie ihr verstehen könnt, sagt, das geht nicht. Das kann ich als Arzt nicht machen, was wir alle verstehen können. Aber dieser Arzt ist bewegt von dem Mut und dieser Entschlossenheit, die diese Frau an den Tag legt. Und er sagt zu ihr: Darf ich mal zu Ihnen nach Hause kommen? Wenn Ihr Mann tatsächlich so isoliert lebt, nicht mehr mit sich reden lässt, darf ich mal zu Ihnen nach Hause kommen? Und sie lädt ihn ein, dieser Arzt kommt nach Hause, er steht an dieser Tür, klopft an die Tür, die immer verschlossen ist, Tag für Tag. Er klopft und natürlich meldet sich der Mann nicht, keine Reaktion von innen. Und dieser Arzt entschließt sich, durch die Tür hindurch zu erzählen, was seine Frau bereit ist zu tun, um wieder einen Weg zu seinem Herzen zu finden. Er erzählt die Geschichte. Und nach einigen Minuten hört man doch Schritte, die zur Tür kommen. Und der Schlüssel dreht sich im Schloss und der Mann kommt heraus. Das hat ihn dann doch bewegt. Eine Frau, die bereit gewesen wäre, ihr Gesicht entstellen zu lassen. Das klingt für uns absurd. Aber wir haben es im Buch Jesaja mit einem Gott zu tun, der in der Tat bereit gewesen ist und bereit ist, ankündigt, in die Welt hinabzusteigen und sein Gesicht entstellen zu lassen. Hierfür ist er bereit.
Und der Prophet Jesaja ist einer der Propheten, der das genau beschreibt. Und mit diesem Text möchte ich heute Morgen starten. Ein bekannter Text, weil dieser Text meines Erachtens einen der größten Interpretationskonflikte der Weltgeschichte darstellt. Wir finden ihn in Jesaja 53. Jesaja 53. Seid herzlich eingeladen, den Text mit mir aufzuschlagen. Jesaja 53. Das Kapitel spricht von dem Knecht, dem Sohn, der uns gegeben ist, der hier aus der Wüste wie eine Pflanze aufgeht. Und in Vers 4 lernen wir diesen Interpretationskonflikt kennen. Da heißt es, und hier wird beschrieben, wie dieser Knecht sein Leben gibt: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Spürt ihr hier in diesem Text diese Spannung zwischen dem, was der Knecht tut für die Menschen, für uns, und dem, was wir denken, dass er tut? Das hier ist ein Interpretationskonflikt. Wir denken, dieser Knecht, dessen Gesicht so entstellt ist, dass man sich von ihm abwendet, das sagt der Prophet ein paar Verse weiter vorne, so entstellt, dass man sich von ihm abwendet, wir denken, Gott muss diesen Knecht schlagen. Aber nein, dieser Knecht trägt unser Leiden, zerschlagen um unsere Sünden willen. Uns wird Heilung, weil er da hängt. Ein entstelltes Gesicht. Was ist möglich, weil dieser Knecht sein Leben gibt? Das ist meine Frage heute Morgen. Was ist möglich in den Niederungen einer gebrochenen Welt, die wir Tag für Tag spüren? Wir spüren Tag für Tag die Konsequenzen, die da sind, weil wir als Menschheit zu Beginn unserer Geschichte damals im Garten Eden mit Gott gebrochen haben. Wir spüren die Konsequenzen Tag für Tag. Vielleicht haben wir uns an sie gewöhnt, vielleicht verdrängen wir sie, vielleicht haben wir Mechanismen entwickelt, irgendwie mit ihnen fertig zu werden. Aber wir spüren sie. Und jetzt meine Frage: Was ist möglich in einer gebrochenen Welt, weil dieser Knecht sein Gesicht entstellen ließ? Was ist möglich? Auf ihr Durstigen ist der Titel dieser Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Auf ihr Durstigen. Ab Kapitel 40 im Buch Jesaja beginnt ein neuer Gedankenstrang in diesem großen Buch. Jesaja 40 beginnt mit den Worten: Tröstet mein Volk, tröstet mein Volk. Und dann kommt die Stimme, die in der Wüste ruft. Und Jesaja 53 liegt ja in diesem großen Block, der ab Kapitel 40 beginnt. Und in diesem großen Block habt ihr ein Kapitel, ein paar Seiten weiter von Kapitel 53, das genau mit diesem Ausdruck anfängt: Auf ihr Durstigen. Auf ihr Durstigen. Und ich möchte mit euch in diesem Kapitel ein paar Gedanken herausarbeiten, die ein bisschen das Potenzial aufzeigen, das wir zur Verfügung stehen haben, weil Gott in diese Welt gekommen ist. Weil er uns in unserem Dilemma als gebrochene Menschen nicht alleine gelassen hat. Weil er die Verantwortung getragen hat für das, was wir eigentlich entschieden haben. Und das ist in Kapitel 55. Einfach umblättern, in meiner Bibel zumindest. Dann seid ihr in einem der grundlegendsten Kapitel des Buches Jesaja. Mir geht es auch nicht so sehr um den ersten Teil,
der gestern Abend übrigens schon vorgelesen wurde, sondern mir geht es vor allem um den zweiten Teil. Aber dieser erste Teil beginnt eben mit der Einladung auf ihr Durstigen. Durst nach Leben, Durst nach gesunden Beziehungen, Durst nach Gerechtigkeit, Durst nach Freiheit, Durst nach innerlicher Gesundheit, Durst nach äußerlicher Gesundheit. Auf ihr Durstigen, so beginnt hier der Prophet. Und er sagt in Vers 1, alle, kommt zum Wasser. Und wenn ihr diesen ersten Abschnitt des 55. Kapitels lest und euch einmal die Wörter anschaut, die der Prophet hier verwendet, dann merkt ihr, dieses Wort kommt wird wiederholt. Kommt, kommt, kommt. Mit anderen Worten, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns einlädt zu kommen. Der ruft, der einlädt, der da ist. Übrigens ist Gott die einzige Konstante, die wir im Leben haben, in dieser Welt haben. Gott ist unsere einzige Konstante. Alles andere verändert sich im Leben. Selbst die besten Freunde verändern sich und können auch wegbrechen. Gott bleibt unsere einzige Konstante und er ruft in unsere Realität, in unsere Wirklichkeit und sagt, kommt. Weil Gott sich uns Menschen als Gegenüber wünscht. Er möchte, dass wir in aller Freiheit zu ihm kommen. Gott steht für Freiheit. Darum durften wir auch Genesis 3, 1. Mose 3 von der Frucht pflücken. Das war frei. Freiheit. Und er sagt, kommt. Und wir sind eingeladen zu kommen. Und in den ersten 5 Versen des Kapitels wird uns ein Bankett vor Augen gemalt. Ein Bankett, an dem wir uns satt essen können. So beginnt dieses 55. Kapitel. Wir können kaufen, essen. Und zwar ohne Geld kaufen. Aber wenn man etwas kauft, gehört es einem, rechtlich gesprochen. Aber Gott sagt, kauft, ohne Geld. Aber kauft, damit es euch gehört, damit es deines ist. Kauft, kommt, kauft ohne Geld. Und dann stellt hier Gott die erste Frage in Vers 2. Und wir sehen in der gesamten biblischen Geschichte einen Gott, der immer wieder Fragen an den Menschen stellt, weil er möchte, dass der Mensch nachdenkt. Und er stellt hier die Frage, warum wiegst du Geld ab für das, was kein Brot ist und deinen Verdienst für das, was nicht satt macht? Und das ist eine abgrundtief menschliche Erfahrung. Ich denke, jeder von uns hat sie gemacht. Man versucht alles, um Anerkennung zu bekommen. Man legt sich im Zeug, um gute Freunde zu haben oder die Freunde, die man haben muss, um was zu sein. Oder das ist vielleicht eher, männerspezifisch eine tolle Karriere, um endlich gut dazustehen. Und ich kenne das von meinen Kollegen und von Freunden. Wie viele Stunden sitzt man in der Nacht da, damit das wirklich perfekt wird? Man müht sich ab auf der Suche nach Identität und Wert. Und Gott stellt diese Frage in den Raum und er beantwortet sie nicht mal. Er lässt sie einfach offen hier im Text und sagt einfach nur, und jetzt komm wieder Wörter, die wiederholt werden. Nach dem Kommen kommt jetzt die Wendung, hört doch, komm und hör. Hört doch auf mich und esst das Gute. Und das Wort gut im Hebräischen, das dürft ihr euch ruhig mal im Gedächtnis behalten, das ist Tov, Tov. Und dieses Tov, dieses Gut, das erinnert sofort jemanden, der das Hebräische mächtig ist, das erinnert sofort an den Schöpfungsbericht. Gott schafft und sieht, dass es gut ist. Tov. Und am Ende ist alles sehr gut. Tov me'od. Sehr gut. Und das Ganze kommt 7-mal im ersten Schöpfungsbericht vor. Strukturiert diesen Bericht. Gut. Und hier sagt er, ess doch das Gute. Erinnere dich an deinen Anfang. Erinnere dich an den Garten Eden. Erinnere dich daran, dass Gott dein Schöpfer ist. Erinnere dich daran, dass du für das Gute konzipiert wurdest. Und übrigens,
Übrigens ist das gelobte Land, in das Gott dann sein Volk führen wird, auch ein gutes Land. Das soll nämlich an Eden erinnern. Hört. Und dann spricht der Text noch von diesem Bund, diesem unverbrüchlichen Bund, dessen Autor Gott ist. Und übrigens ist der biblische Bund ein einzigartiger Bund in der Menschheitsgeschichte. Es gibt keinen anderen Bund zwischen einem Gott und dem Menschen. Das bleibt einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Gott verbündet sich mit dem Menschen, der gebrochen ist. Erster Teil des Kapitels. Mir geht es mehr um den zweiten Teil. Was ist möglich in dieser gebrochenen Welt? Das war meine Frage. Weil der Knecht sein Gesicht entstellen ließ. Der zweite Teil ab Vers 6 beginnt auch mit einem Imperativ, mit einem Aufruf. Übrigens, das strukturiert dieses 55. Kapitel. Imperative Aufrufe. Kommt, hört, neigt euer Ohr. Und jetzt in Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Sucht ihn. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, Vers 7, und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um. Umkehren, Schlagwort in den Propheten, schuf. Und er kehre um zu dem Herrn. Und jetzt ein Einblick in den Charakter Gottes. Wie ist denn dieser Herr? So wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das steht im Alten Testament, wo man Gott immer für so einen grausamen Gott hält. Sucht ihn, weil er reich an Vergebung ist, barmherzig ist. Da gibt es den Ausweg aus der Wüste, aus der Finsternis einer gebrochenen Welt. Umkehr zu Gott. Und dann kommen Texte, die uns allen bekannt sind, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, so viel höher wie, sind meine Gedanken, meine Wege als die euren. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns transzendiert, der höher ist, als wir sind. Und dennoch bricht er in die Realität unserer Geschichte hinein und möchte mit uns kommunizieren auf Augenhöhe. Und sagt, okay, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. Aber ich komme herab auf deine Ebene. Und jetzt beginnt der Prophet, eine kleine Lektion über Agrikultur, über die Landwirtschaft zu halten. Aber natürlich geht es ihm nicht um die Landwirtschaft, es geht ihm um mehr. Und die Verse werde ich wieder lesen. Vers 9. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jetzt, denn wie der Regen fällt vom Himmel und der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Regen, Schnee, das kommt von oben. Dem Jesaja geht es hier nicht um den Regen und auch nicht um den Schnee. Das haben wir verstanden. Aber Regen und Schnee sind Komponenten des menschlichen Lebens, die uns bekannt sind, selbst im 21. Jahrhundert. Es regnet und schneit, zumindest in unseren Breitengraden. Das kommt von oben. Und was macht Regen und Schnee? Die Erde wird getränkt, befruchtet und sie lässt sprießen. Und von dem, was sie hervorbringt, hat man Samen und Brot. Samen und Brot, da wächst was, da entsteht Leben, da wird Leben gefördert. Und Gott sagt hier durch den Propheten, genauso ist es mit meinem Wort. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, das Wort,
sondern es wird genau das bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe, das Wort. Gestern haben wir gesagt, dass jeder von uns, jeder Mensch für das Wort Gottes angelegt worden ist in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat mit uns gesprochen und das Erste, was der Mensch sieht, als er geschaffen worden war, als er seine Augen aufmacht, ist Gott. Diese Beziehung mit Gott und dieses Wort, das Gott redet zu uns, ist so tief in uns angelegt, dass wenn diese Beziehung wegbricht oder das Wort wegbricht, ein Vakuum entsteht, das wir nicht mehr füllen können. Aber zu füllen versuchen. Und wir brauchen diesen Gott, um dieses Vakuum wieder zu füllen. Das uns wirklich hart zusetzt. Existenzielle Leere ist keine angenehme Erfahrung, aber wir machen sie alle. Dieses Wort. Und was bewirkt denn dieses Wort? Das steht jetzt in den letzten Versen des Kapitels. Dieses Wort kehrt nicht leer zu Gott zurück. Habt ein bisschen das Agrikulturbild im Hintergrund. Die Erde wird getränkt, befruchtet, lässt sprießen. Samen und Brot. Und der Text sagt jetzt, dieses Wort kehrt nicht leer zu mir zurück, denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und dann kommen wieder ganz viele Bilder von Hügeln und Bergen, die in Jubel ausbrechen. Und statt der Dornsträucher sind dann Wacholderbäume da. Aber dieses Ausziehen, um das geht's mir. Ihr werdet ausziehen und in Frieden geleitet werden. Hier steht im Hebräischen genau die Wurzel, der Wortstamm, den man für den Exodus findet. Gott lässt sein Volk aus Ägypten ausziehen. Jatza. Und hier auch, ihr werdet ausziehen. Jatza. Und in Frieden geleitet werden. Befreiung. Zurück in die Freiheit. Zurück in den Garten. Keine Dornsträucher mehr. Nach der Vertreibung aus dem Garten, im Exil einer gebrochenen Welt, Dornen und Disteln. Wüste. Kein Garten mehr. Und genau das wird hier angesprochen. Aus diesen Dornsträuchern werden Wacholderbäume. Da wächst wieder was. Da ist wieder ein Stück Eden da. Der Knecht, Jesus, ist auch das Wort, das gesandt wird. Im Psalm 107 heißt es in Vers 20, er sandte sein Wort und heilte sie und rettete sie aus ihren Gruben. Er sandte sein Wort. Hier sagt der Text auch, das Wort, das ich gesandt habe. Johannes sagt im Neuen Testament, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Gott sendet sein Wort. Gott sendet Jesus in diese Welt. Und in dieser Welt lebt dieses Wort, für das wir geschaffen worden sind, auf das wir hören dürfen, zu dem wir kommen dürfen, mit allem, was uns belastet. Dieses Wort spricht in unserer Welt zu uns. Und was hat dieser Knecht gelebt, als er hier unter uns war? Was hat er gelebt? Im Exil. Keiner hat so gesprochen wie er. Das haben sogar seine Feinde beobachtet. Und keiner sprach so wie er. Niemand. Dieser Knecht hatte eine Autorität, die natürlich war und die selbst seine Feinde gesehen haben. Keiner sprach so wie er. Und aus der biblischen Geschichte heraus wissen wir, dass dieser Knecht, dieser Jesus, der Prophet par excellence war. Mose kündigt ihn an. Es wird einer kommen, der größer ist als ich. Der Prophet kommt. Und ich glaube, dass Jesus so gesprochen hat wie niemand anderes, aber dass er wie die Propheten einer der einsamsten Menschen gewesen ist, die jemals über unseren Planeten gegangen ist. Wer hat ihn denn verstanden? Wer hat ihm denn wirklich zugehört? Wer hat ihn beachtet?
Er war der Einsamste. Aber er war mit seinem Vater so eng verbunden, dass ihn die Einsamkeit nicht kaputt gemacht hat. Er hat sie überlebt. Liebe bedeutet, dass man diesen Blick nach oben hat und diese gebrochene Welt aushalten kann. Wir sind Menschen. Wir haben alle unsere Schwachheiten. Ich weiß es. Und Gott sagt uns auch, das Leben in einer gebrochenen Welt wird Herausforderungen haben. Ja, lügt uns nicht an. Aber in Jesus zeigt er uns, selbst wenn du einsam bist, missverstanden wirst. In Verbindung mit Gott geht das. Jesus hat gesprochen wie kein anderer, war der einsamste Prophet, den es gab, verbunden mit seinem Vater, und Jesus war frei. Ich persönlich glaube, man kann nur wirklich lieben mit einer Liebe, die nicht blind ist, die das Böse nicht rechtfertigt, eine Liebe, die sieht, wenn man frei ist. Wenn wir uns über den Blickwinkel der anderen definieren, was wir auch tun als Menschen, das tun wir, müssen wir zugeben. Wir brauchen andere Menschen. Aber wenn wir das zum ausschlaggebenden Faktor für unsere Identität und unseren Wert machen, dann können wir nicht wirklich lieben. Vor allem die nicht, die uns nicht mögen. Freiheit ist wichtig, um lieben zu können. Und Liebe beruht auf Freiheit. Und wenn Freiheit existiert, dann bringt Liebe auch ein Risiko mit. Und genau das hat Gott erfahren, als wir von der Frucht genommen haben. Liebe und Freiheit implizieren Risiko. Und Jesus hat sich auf dieses Risiko eingelassen. Sein Leben in dieser Welt war riskant. Aber er hat all das, wofür die Regierung seines Vaters steht, konsequent gelebt bis ans Ende, weil er eben frei war. Weil er die Person nicht angesehen hat. Weil er nur auf seinen Vater geachtet hat und dadurch frei war, jeden Menschen zu lieben. Auch die, die ihn abgelehnt haben. Liebe bis ans Ende. Das hat er am Kreuz demonstriert und selbst am Kreuz noch nicht an sich gedacht. Aber seine Liebe war frei. Er hat dadurch seine Individualität nicht aufgegeben. Er war nie der Spielball der anderen. Seine Liebe war eine freie Entscheidung für den anderen. Der Knecht, der kommt. Wir dürfen heute dankbar sein, dass dieser Knecht sein Gesicht entstellen ließ, dass er da war. Und sein Angebot, zu ihm zu kommen mit all unserem Durst, mit all unserem Hunger, mit all unseren Verletzungen, mit all unseren Geschichten, die wir geschrieben haben in dieser Welt, ist immer noch da. Auf ihr Durstigen. Ich weiß nicht, was dich momentan in deinem Leben bewegt. Deine persönliche Geschichte kennst nur du, ganz allein. Aber wir dürfen wissen, dass dieser Gott immer noch hört. Und dass er niemanden ausstößt, der zu ihm kommt. Niemanden. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Denn dieses Wort kehrt nicht leer zu Gott zurück. Und eines der größten Wunder, die ich wissenschaftlich nicht herunterbrechen kann, ist das Wunder eines von innen wiederhergestellten Menschen. Eine neue Kreatur. Und die neutestamentlichen Autoren sagen das aus. Wir werden zum Bilde Gottes wiederhergestellt. Dieses Bild, das zerbrochen ist, als wir von der Frucht gepflückt haben. Das ist möglich in einer gebrochenen Welt. Weil der Knecht sein Leben ließ. Innerlich heil werden. Die Prinzipien der Regierung Gottes leben selbst in einer gebrochenen Welt. Nicht, weil wir es könnten, sondern weil Gott befähigt, heilt. Und das machen kann in unserem Leben. Und das ist Potenzial, das wir ohne Gott nicht hätten. Da wären wir fatal verstrickt in allem, was das Leben aus uns gemacht hat. Freiheit, ihr werdet ausziehen, in Frieden geleitet werden. Inmitten einer gebrochenen Welt. Und das gibt Halt. Und das schenkt Freude. Das gibt Atem.
Das gibt Mut. Und ich wünsche uns die Freude, dass wir Gott auf Augenhöhe begegnen können, Tag für Tag, und dass er uns auf Augenhöhe begegnet. Amen.